Moment mal, ich will erst mal sehen, wo wir sind. Oh, ganz in der Nähe, alles klar. Sehr schön, das machen wir jetzt fertig. Wie weit haben wir es überhaupt? 700 Meter, das ist schon weit. Das ist schon weit. Kommen wir mit der... Kommen wir im Wasser? Nee, im Wasser kommen wir da nicht in die Nähe. Ah, Hubschrauber ist auch weit weg. Fuck. Okay. Leute, wir brauchen ein Auto. Okay, da wäre eins. Egal, nehmen wir das, was wir bekommen. So, wer will mit? Ich fahre. Dann mussten sie erdulden, dass die Regierung sie ignoriert. Ja. Als niemand ihnen helfen kann. Ja. Immer mit der Ruhe, immer mit der Ruhe. So, nehmen wir mal eine Abkürzung. Warum sind wir so wohltätig? Hilft es dem Hotel unter dem Strich? Ja. Oh, Hubschrauber wäre da in der Nähe. Hubschrauber wäre in der Nähe. Das sind aber Regierungstruppen sind da in der Nähe. Nee, das lassen wir jetzt. Den lege ich mich jetzt nicht an. Ja, wie jetzt? Links oder rechts? Ich will auf jeden Fall... Wir wissen, wo Elf das will das ich. Auto steht. Stehlen Sie es und meine Leute analysieren seine Navidaten. Okay. Okay. Das habe ich in der Beta gezockt. Die Mission kenne ich. Die war nicht ohne. Schauen wir mal, ob ich das in dem Part noch schaffe. Wird schwierig, weil die ist nicht einfach, die Mission. Die Drohne ist oben. Hier vorne ist gleich einer drin. Hey! Okay. Da ist einer. Da oben ist auch einer. Normalerweise. Wagen mit montierter Waffe. Da ist einer, da ist einer. Hab ein drittes Ziel. Okay. Fertigkeitenpunkte erhalten. Da müsste auch einer sein. Obwohl. Da. Also wie gesagt, hier sind sehr viele Gegner. Da drin ist sogar auch einer, glaube ich. Meine Batterie ist gleich alle. Alles klar. So, ich brauche erstmal mein Scharfschützengewehr. Sehr schön. Das war's mit ihm. Sehe ich den vielleicht? Den sehe ich leider noch nicht. Vielleicht da oben? Scheiße, wer hat mich da gesehen? Sag mal, wer hat mich da gesehen? Schieße! War da einer hinter mir? Ja, Patrouille! Nein! Wie kommen die jetzt her? Also mit denen möchte ich mich nicht anlegen, ehrlich gesagt. Okay, mit denen möchte ich mich überhaupt nicht anlegen, weil das ist die Regierung und die gehen dann richtig ab. Das geht wie bei GTA ab. Wenn man da mehr tötet von denen, kriegt man auch mehr Sterne. Verdammt, das war knapp. Unidad! Unidad-Soldaten sind eine gefährliche Feindfraktion, die sie angreift, sobald sie sie sieht. Also die brauchen mich nur sehen. Töten Sie Unidad-Soldaten, steigt die Unidad-Patrouillenstufe, wenn dies nicht unentdeckt bleibt. Aha. Je höher die Patrouillenstufe, desto mehr Unidad-Soldaten sind... Also ich habe gar keinen Bock da drauf, ey. Scheiße. Okay, lass uns mal ein bisschen zurückziehen. Kommt mal mit, lass uns zurückziehen. Unidad und Kartell gehen sich an die Kehle. Sind die alle tot von mir? Nee. Alles klar. Kommt der. Das machen wir von hinten. Ja, die verfolgen uns auch noch. Das darf echt nicht wahr sein. Okay, die Mission können wir auch von hinten starten. Das ist kein Problem. Ich hoffe nur, dass diese Unidad-Soldaten verschwinden, weil sonst haben wir ein richtiges Problem. Okay. Verfolgen die uns immer noch? Moment mal, hier waren auf jeden Fall Leute, die ich rausholen kann. Na
Gleich weg hier, weg hier, weg, 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 zurück, zurück, zurück. Bevor wir gesehen werden, zurück, zurück, zurück. Alles klar. Von hier müsste ich schon einige sehen. Das ist ein Zivilist, oder? Ne, das ist ein Zivilist. Okay. Ich muss ja echt nur ein Auto hier stehlen, ne? Das ist die Mission. Jetzt schauen wir uns das nochmal von dieser Seite aus an. Die Patrouille ist immer noch da. Mit dem sind es 5. Moment mal, das ist mehr als 5. Da hinten laufen die immer noch hin und her, wie Verrückte. Scheiße, die Patrouille ist auch in der Nähe. Weiß, die greifen mich an. Die Arschlöcher kommen hier lang. Was tun? Scheiße. Immer mit der Ruhe. Wenn es sein muss, dann müssen wir halt auch gegen die Patrouille kämpfen. Ist mir egal. Tango getroffen. Wenn es sein muss. Ich will es nicht. Aber wir haben da echt keine Chance. Fast keine Chance. Die kommen mit Hubschraubern und alles. Okay, Leute. Ich sehe da gerade keinen. Okay, die greifen die Rebellen an. Aber nicht mich. Okay, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Kopfschuss. Okay. Ah! Tango getroffen. Oh, getroffen. Alles klar. Ich dachte, der ging nicht durch. Alles gut, da kommt noch einer. Moment. Der denkt, der ist ganz der Schlaue. Sehr schön. Kommt der nächste oder soll ich gehen? Oh, der kommt schon. Die schaufeln alle ihr eigenes Grab. Oh, getroffen sogar. Bis der kommt, kann ich ja nachladen. Tango getroffen. Da ist noch ein Tango. Alter, wie viele Gegner sind hier? Ich wusste doch, dass diese Level noch... Also von der Beta her. Dass es der schwierig war. Okay, da hat mich einer gesehen fast. Ich sehe ein zweites Ziel. Ah! Fuck! Das habe ich jetzt ein bisschen verkackt. Granate kommt. Komme mierda, culeros. Wow, Granate, weg da, weg da, weg da. Ich hab's gesehen, ich hab's kommen sehen. Nein! Okay, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Aber ich weiß nicht, ich habe da so viele Gegner umgebracht. Ich weiß nicht, was meine Kollegen hier machen nebenbei. Die machen ja gar nichts. Die helfen mir gar nicht. Das gibt's doch nicht. Hm. Jetzt schauen wir mal. Jetzt schauen wir mal. Natürlich müssen wir das jetzt alles wiederholen. Das gibt's nicht. Aber da muss ich jetzt durch. Wie gesagt, ich habe die Schwierigkeit erhöht. Ich spiele jetzt hier mit einer höheren Schwierigkeit. Also, ich glaube, das ist die zweitstärkste. Das stärkste ist ja irgendwie Legende oder sowas. Keine Ahnung. Und ich habe... Shit, wir haben Gesellschaft. Gesellschaft? Auf jeden Fall spiele ich mit einer höheren Stufe, als vorher gegeben war. Oh, von hier fange ich an. Alles klar. Nee, ich gehe wieder dahin, wo ich vorher war. Habe ich echt viele erwischt. Und diesmal habe ich ja jetzt Glück und nicht mehr die Angst, dass die blöde Armee jetzt mit im Spiel steckt. Hey, wir haben einen Narko. Drohne fliegt. Alles klar. Oh, das ist sogar ein Gegner. Oh, der kommt her. Nee, das kann ich jetzt nicht riskieren. Komm, schieß! Der weiß jetzt Bescheid. Die werden dich sehen. Okay, Leute. Wo seid ihr? Komm, zeigt eure Putas. Zählt das von vorher? Ich habe alle gekillt, zählt das? Weil ich sehe da nicht viele Gegner. Der kommt jetzt auf mich zu. Okay, dann muss ich abbrechen.
Wow! Shit, Deckung! Okay, ich muss mich ganz kurz mal erholen, bevor wir weitermachen. Mist, aufgeflogen. Sehr schön. Ja, aufgeflogen. Dann würde ich sagen, Feuer. Feuer. Und nicht einfach so Roger. Dumm stehen bleiben wie vorher. Okay, der hat mich jetzt gesehen. Aber ich habe ihn auch gesehen. Sag mal, von wo schießt ihr die ganze Zeit? Wow! Okay, hinter dem Baum ist immer sicher. Erwischt. Tango getroffen. So. Voll der Pro-Sniper hier. Da hinten ist auch einer, oder? Ich sehe gerade keinen mehr. Das heißt, erstmal die Geisel befreien. Und dann geht's mit dem Sturmgewehr weiter. Feind am Boden. Komm raus. Ja, ja, Paprika, Paprika, genau. Alles klar, das hätten wir. Da oben ist noch was, bevor wir abhauen, weil wenn ich den Wagen schnappe, kann ich nicht nochmal zurück und alles gucken. Ich muss dann abhauen. Feind am Boden. Da ist nochmal was. Hau ab jetzt. So. Ich muss mal gucken. Also am Anfang ist ja alles easy, aber nachher wird alles schwerer und ich muss überlegen, ob ich die Schwierigkeitsstufe nicht runterschraube wieder, weil... Wie gesagt, es wird schwerer. Und ich habe jetzt schon Probleme manchmal. Holt doch unseren Kameraden wieder zurück. Okay, ich mach das. Geh weg. Vielleicht gibt es sogar eine Trophäe. Für eine bestimmte Anzahl von Wiederbelebungen. So, jetzt schnappen wir uns den Wagen und hauen ab. Obwohl, hier gibt es noch Sachen. Alter, hier gibt es noch sehr viele Punkte, die wir mitnehmen können. Ich würde sagen, wir sammeln erstmal ein bisschen, oder? Wir lassen die Rebellen wissen, wo sie den Nachschub finden. Sie können uns später danken. Okay, das machen wir, genau. Genau so machen wir das. Weil Gott einen Gefährten wollte. Jedes Mitglied von Santa Blanca muss das wissen. Weil jeder, der es weiß, diese göttliche Kraft bei sich hat. Es über jeden nichts, oder? Doch. Der vor Gott kriecht. Gott hat euch erschaffen, um ein Abenteuer mit ihm zu erleben. Zeigt eure Hingabe. Hier gibt's nichts. Doch. Bei der ganzen Kohle hätte was ist das Bonusorden? Schalte einen einzigartigen Bonus für die jeweiligen Fertigkeit frei. Ist aber gut, dass ich das jetzt gefunden habe. Also manchmal lohnt es sich wirklich, sich umzuschauen. Da schaue ich mal gleich rein. Bonus. Ich kann jetzt irgendwas freischalten, oder was? Warte mal. Trupp. Bonusorden. Was? Das könnte ich jetzt freischalten zum Beispiel, oder was? Ach so, aber ich muss erstmal die Stufe 16... Oh Mann, okay. Geborene Anführer, KI-Kameraden töten effizienter. Ach so, darum ist meine KI so schlecht. Alles klar. Okay, können wir noch nicht nutzen. Alles klar. Alles klar. Ich gucke mir das mal in Ruhe an. Ich habe jetzt keine Zeit. Ich muss mich da mal richtig reindenken, also. So viele Tricks. Oh, ich dachte schon Hubschrauber. Was ist das da? Ein Auto auf der Hebebühne. So, da nochmal. Markieren. 100 Punkte, also 100 Treibstoff bekommen. Hier sind bestimmt noch Gegner, oder? Ich glaube nicht. Ah, ich kann die noch freischalten. Warte mal. Also nicht freischalten, sondern freilassen. Hier sind überall. Da. Ah, muss ich das auch noch machen hier? Ja, jetzt hau ab, komm.
Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das mache ich noch schnell, wenn ich schon hier war. Und dann ist die Mission auch schon vorüber. Vorbei. Erfolgreich. Ist das ein Gegner? Nee. Ja, Leute, ich danke auf jeden Fall fürs Reinschauen. Wir machen zusammen gleich noch das Auto stehlen. Dass ihr das zu sehen bekommt. Aber ich bedanke mich jetzt ganz herzlich schon mal fürs Reinschauen. Da ist nochmal was. So viele Sachen, die man machen muss, das gibt's doch nicht. Also mit dem Spiel wird man ja lange, lange zu tun haben und sehr lange brauchen, um fertig zu werden. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, die lasse ich jetzt auch mal frei. Okay, ich hoffe, das war der letzte. Weil ich hau jetzt ab. Ich hoffe, das war der letzte. Das sind jetzt zwei Punkte. Warte mal. Auto, du wartest noch? Ich sehe Politos Wagen. Hier ist nochmal was Wichtigeres. Okay, Fertigkeiten, Punkte finden. Was ist jetzt wichtiger? Also das oben, das habe ich ja sehr wenig. Nachschubabfälle oder Rebellen. Nee, ich würde sagen oben. Von denen habe ich immer wenig. Da habe ich jetzt Positionen bekommen. Sehr schön. 5 Stück, die werde ich nebenbei mal machen. Alles klar, Leute. Wer will mit einsteigen? Ich glaube, nur einer kann. Ja, das ist ein Sportwagen. Nur einer kann mit. Nobelhobel. Wer will mit? Du hast ein blutiges Kondom im Handschuhfach. Oh, halt. 2 blutige Kondome. Dann ist es wohl ziemlich sicher Judis und Politoschlitten. 2 blutige Kondome? Selbst mit Kondomen immer noch eine verdammt heiße Kiste. Ich hab das Narko-Geprotze nie verstanden. Okay. Teurer Schlitten mit Chromfelgen. Und trotzdem fährst du damit durch genau dieselben staubigen Städte wie vorher. Wow! Du willst unbedingt so eine Karre, hab ich recht? Schickes Auto, schicker Anzug. Moment mal, Leute, Straße. Moment mal, Leute. Das ist ja zu dunkel, oder? Warte mal, warte mal, warte mal. Warte mal. Hä? Nicht zum Hauptmenü. Einstellungen. Okay. Video etwas heller machen. So. Ne. Das lassen wir mal bei 56. War jetzt nicht viel. Möchten Sie Einstellungen speichern? Ja. War nicht viel, aber... Klimaanlage. Ja, bisschen besser. Bisschen. Nicht viel, bisschen besser. Okay. Also wie gesagt, 2 blutige Kondome im Handschuhfach. Ich weiß nicht, wer wen in den Arsch gefickt hat, aber... Naja, gar nicht lecker. So. Schauen wir mal, dass wir diesen Wagen auf jeden Fall heil dahin bringen. Obwohl, der braucht es ja nicht heil. Oder sie. Will ja nur Dings machen. Den Navi knacken. So, wir sind gleich da. Mit dem Sportwagen geht es auf jeden Fall viel schneller. Keine Gegner unterwegs. Sehr schön. Hab schon kurzzeitig überlegt, ob ich eine Abkürzung nehme über die Berge, aber nein. Mit dem Sportwagen lassen wir das mal. So. Einmal aufsteigen, bitte. Okay, jetzt sind Bowman und die ISA dran. Die checken das Navi des Wagens nach Orten, an denen sich Judy und Polito verstecken könnten. Alles klar. So, Leute, vielen Dank fürs Reinschauen und wir sehen uns dann hoffentlich bald wieder. Haut rein, bleibt gesund. Ciao. Once again it's so, the motherfucking psycho, Ice Cube the Don Mecca, you my nigga DMX, fuck that shit. If the dog's off the leash, then the dog's gonna bite. If the dog's in the ring, then the dog's gonna fight. If the dog's on the west coast, then I'm fucking with you. Let them hoes, that nigga, keep him coming in twos. Like Noah, I make it wetter. The double header, hit that ass like I got a vendetta. You know it's better with the Don Mecca. Shake it off, shake it off. Take it off, and make it so fierce. It's all good, it's all right. Fuck all day, fuck all night. Call my niggas, cause wherever I go, all my niggas, east to the west coast, all my niggas. Yeah. Not an east to the west piece of the rest, sick of this shit. Added DMX to add grit in this shit. Atlantic to Pacific, spitting this shit. Got love for my niggas, that's getting a grip. Murder capital, will he murder for capital? Niggas change your attitude, buddy. Ask yes. What happened to this holy war. I wet y'all all with the holy water. I'm from the murder capital. We'll be murder for capital. Niggas change your attitude, buddy. Ask yes. What happened to this
is holy war. I wet y'all all with the holy water. Original bad boy on the case, covered your face. Came into place, blown and sprayed puffy with mace. I laced the weed when it's sack repellent. Better check to smell it. Eminem starts with E. Better check to spell it with a capital. Somebody grabbing a Snapple. I got an aspirin capsule trapped in my Adam's apple. Somebody dropped me on my head, and I'm for sure that my mother did it, but the bitch won't admit it was her. I split her stomach open with a scalpel when she was 6 months. Said I'm ready now, bitch. Ain't you feeling these kicks, cunt? The world ain't ready for me yet, I can tell. I probably have a cell next to the furnace in hell. I'm sick of the sperm cells with syphilis germs, and I'm hotter than my dick is when I piss and it burns. I kick you in the tummy until you sick to your stomach, and vomit so much blood that your clothes stick to you from, yeah. I'm from the murder capital, we'll be murder for capital. Wait, niggas change your attitude, buddy, ask yes. What happened to this is holy war, I wet y'all all with the holy water. I'm from the murder capital, we'll be murder for capital.